Hallo und herzlich willkommen zum Heart Follower Podcast, dem Podcast für alle Menschen, die ihrem Herzen folgen, weil sie ein Leben in Einklang mit sich selbst und anderen führen wollen. Mein Name ist Elisabeth Demeter und ich nutze die Natur als Lehrerin, um Menschen, die in Karriereentscheidungen festhängen und sich verloren und verwirrt fühlen, zu helfen, ihren inneren Kompass zu finden, um dadurch in der Lage zu sein, stimmige Entscheidungen aus ihrem Bauch heraus zu treffen, um das Leben zu leben, das sie wirklich wollen. Und heute gehe ich da ein bisschen genau auf diesen Punkt ein mit, wie kann ich gute Entscheidungen treffen und was brauche ich davor eigentlich auch. Und da ist einfach, das Thema ist ziemlich breit gefächert und ein Aspekt davon ist, seine eigene Wahrheit zu kennen und diese aussprechen zu können. Und auch in gewisser Weise die Wahrheit von anderen hören zu können, ohne darauf zu reagieren. Und vieles oder so ziemlich alles von dem, ich jetzt hier spreche, habe ich gelernt im Zusammenhang mit diversen Ausbildungen, die ich in der Wildnis gemacht habe, zum Thema Truth Speaking. Also es gibt auch ein Buch dazu im Englischen, das gerade erweitert wird und auch eine Übersetzung von, also das Buch ist von Tamarack Song. Ich werde es auch verlinken und da geht es darum, deine Wahrheit auszudrücken und auch darum, was ist Wahrheit eigentlich und wie kann ich sie erkennen sozusagen. Und der erste Schritt ist tatsächlich, dass ich mal drüber reden möchte, was bedeutet Wahrheit eigentlich, weil sehr oft einfach darüber geredet wird, ja, es gibt eine Wahrheit und das stimmt und alles andere stimmt nicht. Und in den meisten Fällen ist es aber so, dass es einfach nur eine persönliche Wahrheit ist, die für mich ganz individuell stimmt, aber für den anderen überhaupt nicht stimmen muss. Und das zu erkennen und anzuerkennen, ah, okay, das habe ich so wahrgenommen, das war für mich so, aber das muss für den anderen ganz anders sein. Also das kann für den anderen ganz anders sein. Und da diese Unterscheidung zu machen und immer wieder hinzuhören, ah, okay, ja, das ist meine Wahrheit. Das stimmt aber noch lange nicht für alle. Und dann gibt es den Teil, also es ist zweiseitig. Selbst wenn es nur darum geht, mit dir selbst in Kommunikation zu treten und deine eigene Wahrheit zu erkennen, ohne dass du jetzt mit jemand anders sprichst, geht es auch schon darum, das aufzuteilen in aktives Zuhören und tatsächlich sprechen. Und da geht es darum, wirklich zuzuhören, also auf allen Ebenen, Sinnesebenen auch. Also nicht nur tatsächlich mit den Ohren, was du so sagst, auch dem zuzuhören, aber auch was du fühlst und was du siehst, was du wahrnimmst, was du daraus für Schlussfolgerungen ziehst, sozusagen. Und daher geht es eigentlich darum, im ersten Schritt mal tatsächlich alle Sinnesempfindungen auf Empfang zu schalten, anstatt auf Senden. Also nicht reden, sondern zuhören. Nicht irgendwie was tun, sondern mal den Körper wahrnehmen. Und über dieses Wahrnehmen können wir dann besser erkennen, was eigentlich gerade stimmt für uns und was nicht. Was gerade unsere Wahrheit ist. Weil so häufig, wenn wir dann ins Zweiergespräch gehen, sagen wir irgendwas und danach denken uns so, oder währenddessen, oder eine Woche später, egal wann, merken wir so,
Es war aber nicht genau das, was ich eigentlich sagen wollte. So, vielleicht, dass wir nicht den Raum, unseren Raum eingenommen haben. Mit, ja, ich brauche das jetzt, das ist mir total wichtig. Und ohne dem kann ich nicht weitergehen, das ganz klar zu sagen. Wollten wir vielleicht, haben aber gesagt, naja, ist eh nicht so wichtig und kann man ja auch ein anderes Mal schauen und dann wird man immer leiser und also ich zumindest habe das bei mir immer wieder beobachtet und es ist möglicherweise ein bisschen ein tendenziell vielleicht weiblicheres Thema, sich selbst zurückzustellen. Aber es geht auch in vielen anderen Bereichen. Genauso geht's, wenn du was gesagt hast und ja, ich kann das alles und danach denkst du, ja, pff, oje, das kann ich aber gar nicht unbedingt. Und das ist mir jetzt schon unangenehm, wenn ich da jetzt irgendwas zusammenstöpseln muss, wo ich gar nicht so ganz dahinter stehen kann. Und das sind nur kleine Beispiele, aber wesentlich ist vor allem, sich selbst mal zu beobachten, wenn man irgendwas sagt, wenn man irgendwas tut, wie fühlt sich das an? Also sehr stark auf diese Gefühle und Emotionen achten. Was kommt dann dabei hoch? Ist da dann, wenn ich das sage, eine Angst da? Oder ist da irgendeine Körperreaktion da, irgendwo im Körper, dass ich spüre, ui, da hat sich jetzt was zusammengezogen. Es hat jetzt irgendwie, da war was komisch. Und auch zu beobachten, im Gegenzug, wenn jemand anders was sagt, egal ob es jetzt in einem direkten Gespräch ist oder ob du es irgendwo im Internet liest oder siehst oder hörst, oder in den Medien allgemein. Wenn es bei mir was auslöst, was löst es dann aus? Was kommen da für Gefühle und Empfindungen und Gedanken und Ideen? Und im Grunde immer näher zum Kern kommen, um genau das auszusprechen, was man gerade denkt oder wie man sich gerade fühlt in genau dem Moment. Und zwar nicht so, manche Menschen sagen ja einfach ohne Filter jetzt auch beleidigende Dinge. Und ja, das kann auch das sein, was man gerade fühlt. Gleichzeitig kann man auch da beobachten, ah, okay, was war das jetzt wirklich genau das mit du bist so gemein? Oder fühle ich eher, hey, das hat mich total verletzt? Und das geht natürlich auch sehr stark in die gewaltfreie Kommunikation hinein. Also es überschneidet sich sehr stark, weil du einfach genauer hinschaust, ah, okay, was ist jetzt wirklich da? Und das genau auszusprechen. Und wenn wir das trainieren, dann hilft es uns auch tatsächlich bei Entscheidungen besser, weil wir einfach genauer wissen, was wir wollen und was wir brauchen. Und dann können wir diese Entscheidungen auch klarer ausdrücken. Und es gibt natürlich viele Bereiche auch, die uns dann wieder daran hindern, genau das auszudrücken, weil wir natürlich gewisse Muster haben und uns halt das eintrainiert haben. Ah, okay, da habe ich jetzt Angst. Da sage ich einfach immer das andere. Und da denken wir gar nicht mehr drüber nach. Also zum Beispiel so blöde Scherze machen über irgendwas, wo wir uns unsicher fühlen. Zum Beispiel. Oder vielleicht sogar den anderen in irgendeiner Form ins Lächerliche ziehen, weil wir uns selbst bei diesem Thema unsicher fühlen.
Und anstatt zu sagen, boah, ich fühle mich da jetzt echt nicht wohl damit oder unsicher, mache ich einen Scherz. Und einfach nur, um von mir selbst abzulenken. Und sowohl die anderen von mir abzulenken, als auch mich selbst abzulenken, weil ich ja dann selbst irgendwann, wenn ich solche Scherze immer wieder mache, ich se ja selbst gar nicht mehr wahrnehme, dass ich da eigentlich einen Schmerz und eine Unsicherheit spüre. Und oft ist es auch so, wenn wir zum Beispiel über andere reden, dass dann oft das eingefärbt ist mit unseren eigenen Gefühlen und Emotionen. Und wir dann gar nicht mehr wirklich über diese Person reden, sondern nur mehr über unsere Emotionen dieser Person gegenüber zum Beispiel. Die ist immer so blöd. Das ist eine Reflexion dessen, dass ich in irgendeiner Form eine Emotion dieser Person gegenüber habe, die ich mir noch nicht genauer angeschaut habe, wo ich noch nicht zum Kern gekommen bin. Und diese Dinge gibt zu beachten einfach. Und an dem Beispiel von wegen, die ist immer so blöd, erkennt man auch noch einen weiteren Aspekt, nämlich dieses immer. Und es geht auch ein bisschen dann in eine weitere Methode über, die ich immer wieder ganz gern benutze. Immer wieder. häufig ganz gern benutze. Und zwar, das ist The Work von Byron Katie. Weil die hat im Grunde diese Methode, das sind 4 Fragen. Und wenn es mehr interessiert, schreibt es mir gerne, dann erkläre ich es auch noch genauer. Aber im Grunde, eine davon fragt dich bei einem bestimmten Glaubenssatz, ist das immer wahr? Und sobald du dir die Frage stellst, ob irgendwas wirklich immer wahr ist, dann erkennst du meistens, so, ich würde mal schätzen, zu 99,9%, dass es nicht immer wahr ist. Oder nie. Oder alle. Dass es da Ausnahmen gibt. Und sobald wir dieses immer oder nie irgendwo draufpappen, haben wir es schon kategorisiert und schauen wir gar nicht mehr genauer hin, wo es vielleicht Ausnahmen gibt, wo es vielleicht anders ist, wo wir vielleicht sogar auch neue Hoffnung schöpfen können, wenn dieses immer oder niemals mit was Negativem oder mit was Verletzendem verbunden ist. Dann sehen wir vielleicht gar nicht die Momente, die Menschen, die anders sind, die uns vielleicht Hoffnung geben können, die uns Hilfe anbieten. Die sehen wir dann gar nicht. Und daher ist es auch immer, ich verwende das Wort anscheinend auch sehr häufig. Es ist hilfreich, auf genau diese Wörter zu achten. Wann verwende ich die? Und was macht das mit mir? Was löst es im Grunde für weitere Ideen oder Bilder oder Gefühle oder Gedanken aus, wie ich mir die Welt erschaffe? Und das kann man in sehr oberflächlichen Bereichen machen, das kann aber ganz, ganz tief gehen. Ich habe mich damit jahrelang schon beschäftigt, sicher 6, 7 Jahre inzwischen. Und
Und es ist eine Lebensaufgabe, immer wieder andere Aspekte deiner Wahrheit kennenzulernen. Und da gibt es noch viel mehr, über das ich alles reden könnte, aber das würde jetzt den Podcast sprengen. Aber es ist extrem wichtig und es ist ein wesentlicher Aspekt davon, wenn wir unseren Weg gehen wollen, wirklich genau hinzuschauen, was, wie denn dieser Weg ausschauen soll, was wir denn brauchen, was wir wollen und was dahinter steckt, wo wir vielleicht glauben, ja, wir brauchen unbedingt das und das und das. Ist es wirklich so? Was liegt vielleicht dahinter? Was für ein anderes Bedürfnis liegt vielleicht dahinter, dass wir gar nicht ständig auf Achse sein müssen oder unter Leuten sein müssen oder gewisse Kleidung tragen müssen oder was auch immer es sein mag. Einfach genauer hinschauen. Ah, okay, was für ein Gefühl ist da dahinter? Und oft ist es so, dass wir dann während dem Gespräch merken wir es noch nicht, aber dann einen Tag später oder ein paar Tage später, ui, da war was anders. Und wenn wir dem immer mehr Aufmerksamkeit schenken und wieder zuhören, eben wahrnehmen, dann können wir das immer früher erkennen. Und um einfach immer mehr an den Punkt zu kommen, dass wir es genau dann erkennen, wenn es passiert und genau dann auch reagieren können. Weil der erste Schritt ist es tatsächlich, okay, zu erkennen in genau dem Moment, ui, das passiert jetzt gerade. Und das heißt aber noch lange nicht, dass wir es tatsächlich auch dann umsetzen können. Und das ist halt der nächste Schritt, dieses nicht nur Erkennen, okay, da hätte ich jetzt eigentlich was anderes sagen wollen, sondern das dann tatsächlich auch zu tun. Und dann kommen natürlich, bei mir sind extrem viele Abers gekommen und auch von vielen anderen Menschen, wenn ich ihnen von diesem dieser Idee, das sprich einfach deine Wahrheit aus, erzählt habe. Aber das kann ich doch nicht und meinem Chef und das geht doch überhaupt nicht. Oder meiner Mutter kann ich das doch nicht sagen. Und, auch das hat mehrere Aspekte, weil einerseits geht es darum, dann hinzuschauen, okay, warum kann ich das dem oder der nicht sagen? Ist da bei mir eine Angst? Was für eine Angst ist das? Und was kann ich tun, dass ich diese Angst nicht mehr so habe? Wie kann ich vielleicht mir das Umfeld so gestalten, dass ich mich stark genug fühle, das dann zu sagen? Beim Chef zum Beispiel, wenn ich nicht mehr Angst haben muss, meinen Job zu verlieren, dann kann ich vielleicht anders mit meinem Chef reden, ohne ihm jetzt Vorwürfe zu machen, aber einfach nicht mehr aus dieser Bittsteller- und Angstposition heraus, sondern eher auf gleicher Ebene. Und dann ist es natürlich wesentlich, auch wie ich es ausspreche, eben auch auf Basis von gewaltfreier Kommunikation, niemandem irgendwelche Vorwürfe zu machen, sondern einfach die eigene Wahrheit auszusprechen. Und das braucht extrem viel Mut und extrem viel Übung. Aber es schafft Verbindung, es schafft Nähe zwischen den Menschen. Wenn ich ausdrücke, boah, ja, ich habe das eigentlich, ich fühle mich so und so, das ermöglicht erst, dass man so richtig auch möglicherweise Konflikte löst. Und
Und man dann vielleicht gar keine gröberen Entscheidungen treffen muss mit, wo, da muss ich jetzt meinen Job kündigen. Sondern vielleicht einfach nur die Situation ändern kann, so dass es wieder passt. Wenn ich schon meine Wahrheit ausgesprochen habe, wenn ich genauer weiß, ah, okay, darum geht es mir eigentlich. Und dann kann ich klarer danach fragen. Und dann kann ich klarer irgendwie meine eigenen Grenzen auch setzen und dadurch besser auf mich schauen. Ja, wenn du dazu noch weitere Fragen hast, dann schreib mir gerne und dann kann ich vielleicht auch in einem zukünftigen weiteren Post oder sonst wie darauf eingehen. Und ich entwickle eben auch gerade ein Online-Programm. Und dann kann das dort auch natürlich einfließen. Und mögliche weitere Seminare. Also bin ich auf jeden Fall sehr dankbar über jegliches Feedback. Was vielleicht unklar war, wo noch weitere Fragen aufgetaucht sind und wie man das eigentlich umsetzen kann. Und wenn du über weitere Episoden von mir auch informiert werden willst, beziehungsweise auch sonstigen Input. Ich mache nicht nur diesen Podcast. Dann kannst du gerne meinen YouTube-Kanal abonnieren. Da wird wahrscheinlich noch mehr in Zukunft kommen. Oder mir auf Instagram folgen oder auf Facebook. Und natürlich iTunes und Spotify. Und dann gibt es weitere Impulse dazu, wie wir speziell mit Hilfe der Natur auch nochmal besser zu unserer eigenen Wahrheit und zu unserer Intuition und Herzstimme kommen können. Und ja, da gehört einfach sehr viel Zuhören und Wahrnehmen dazu. Und dann kommen wir dem immer näher. Bis zum nächsten Mal.